Kuh mir erstmal Strom gewertet. Das wird mir sonst ja nicht hier. Seht doch kommen wir. So, Kraut und Ribbon. So, reloadable. Okay. Naja. Die Illusion von Sicherheit. Ich guck mal erstmal oben nach. Kulturenprobe. Ach cool, wie da drin noch gewackelt hat. Schön. Es eine sieht einfach geil. Probe brauche ich definitiv für den. Ja, okay, Musik wird auch gleich ein bisschen dramatischer wieder. Bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrter Dr. Emerson, ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Biosynthese-Team vorbehalten sind, auch dem Mitarbeiter zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und der Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Waffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert. In letzter Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, die sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstatten. Unser Team nennt diese Exemplare Paleheads. Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerationsrate dieser Paleheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Im Fall eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in der Abteilung für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in der Lage sind, Paleheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Manager für Versand und Abfertigung. Gabrielle Reed. Huch, ist ja eine Frau. Ja, alles klar. Also die PLs haben ganz schön Regenerationsfähigkeiten irgendwie. Und der Leiter des Versands... Oh, warte mal, ich hör doch klappern. Moment, Moment. Wackelköpfchen. Ich höre da. Wo bist du? Oh, hier unten. Der ist aber schwer zu sehen. Der ist aber schwer zu sehen. So, okay. Gut. Das war also. Schade. So, die Kulturprobe haben wir also. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal unten. Jetzt so, als wären bestimmt die Pedals hier aufwachen wieder. Hat sich gerade nicht so gut angehört. Wo kann denn der eigentlich schießen? Boah, die sind ja alle einvakuumiert. Oh nee. Ja, die fressen tatsächlich eine Menge. So, mich würde mal interessieren, was hier alles eigentlich weiß ist. Was sind das für Viecher? Sind das normale Zombies? Sind das Paleheads? Schlimmeres? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. So. Ach du Scheiße. Nachricht eines Wissenschaftlers. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das Virus ist irgendwie entkommen. Dr. Barth hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus-Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich sie nur noch mit einem Adjuvans kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Die Adjuvansproben werden im Inkubationslabor gelagert. Testpersonen streifen schon durch die Korridore. Aber ich muss einen Weg finden, an diese Proben zu gelangen, während die Kultur reift.
Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließe bitte den Synthesevorgang ab. Versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, was wir tun können, nachdem wir diese schrecklichen Ereignisse in Bewegung gesetzt haben. Ja, scheiße. Also wir sollen den Synthetisierungsvorgang irgendwie beenden. Er hat es leider nicht geschafft. So, okay. Ach, du Schande. Ach, hey, Mini. Moment, was ist denn da drüben? Nee, das sieht nicht gut aus. Das muss die Stromversorgung sein. Wie? Hier in der Kiste? So, hier wird wahrscheinlich nicht durchkommen, ne? Leistung nicht ausreichend. Bitte aktivieren Sie das Hilfsaggregat. Na, dann werden wir das mal machen. Ich denke mal, wir werden jetzt hier gleich Stress kriegen. Das sieht schon aus nach. Das sieht nach Stress aus. So, wunderbar. First Aid Spray. Damit kümmern wir uns aber auch schon ganz schön. So, ich saß. Ich hab's schon mal gesagt und ich werde doch nochmal sagen, ich finde Jill Valentine ist halt einfach ein mega krasser Charakter irgendwie. Also. Selten in einem Spiel so eine krasse Frauenpower gesehen, irgendwie. Also. Chapeau einfach. Kann ich nur sagen. Nee, mach mal ganz schnell wieder zu. Mach mal ganz schnell wieder zu, die Bumsbude hier, Alter. Oh, nee. Ich weiß ja nicht, welche Seite schlimmer ist. Das sind doch hier drüben, das sind doch Tyrants oder was? Das sind doch keine normalen Zombies. Ach du Scheiße. Okay, also wir müssen hier durch. Und ich glaube, man muss kein Hellseher sein irgendwie, um zu wissen, dass bestimmt der eine oder andere Tank hier kaputt gehen wird. Und man plötzlich... Eigentlich möchte ich mich bloß noch umdrehen und nach da gehen. Ach, Scheiße. Das sind Tyrants. Ich hab noch recht gehabt, die Kugeln, die nicht recht haben. Ach, Scheiße. Gott, werden die hier etwa produziert? Bring ich auf B. Oh, bitte nicht. Was ist denn das hier? Okay, der Fahrstuhl ist da. Scheiße. Eigentlich beruhigt schon, dass ich jetzt den Granatwerfer nicht bei ihr habe. So, tatsächlich fällt aber mal ganz kurz mal mich nochmal komplett aufmunitionieren hier, damit alle Kniften geladen sind, wenn der Scheiß anfängt und der Scheiß wird anfangen. Ach, Scheiß, Dreck, ey. Aus dem Weg! Also die Shotgun ist wirklich sehr mächtig hier in dem Spiel. Halleluja, Freunde. Sprengstoff B. Okay. Oh, guck mal hier. Jetzt, man überlege sich, man ist jetzt halt Wissenschaftler hier, ja, und hat sich wirklich diese kindliche Naivität noch behalten und sagt sich, nö, ich möchte ja meinem Arbeitsplatz, möchte ich jetzt auch einen Megaman-Post hinhängen.
Und eine Megaman-Actionfigur hinstellen, während ich hier bizarre Experimente an Menschen vollführe. Also, das ist so. Naja, ne? Kann man machen. Ausdruck meiner Besorgnis. Sehr geehrter Dr. Frankl, bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine herzlichsten Gratulation für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein fürwahr beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Einen parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrant einzuführen, um ihn extern zu kontrollieren? Ich kann nicht umhin, von solch einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt aus meine Missbilligung zu diesem Abweichen von den etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen. Indem Sie sich der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schaffen Sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Viren können im Zaun gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Üppige Förderung und genug Proben vorausgesetzt natürlich. Können Sie jedoch dasselbe über Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus. Um zu glauben, man könnte sie steuern, ist äußerste Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen. Aber hier in Amerika wissen sie es besser. Aber mir fällt ein, dass sie einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzen. Also haben sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf Ihre Rede im Forum in Berlin nächsten Monat. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesem anmaßenden Problem auskundschaften, das Sie uns aufgedrängt haben. Mit freundlichen Grüßen, Nathaniel Bart. Also nennen Sie ihn Nemesis. Ja, das, Nemesis. Im Forum Berlin, da würde ich mich mal interessieren, irgendwie, also, Spiel, weißt ja, okay, wir spielen jetzt hier die deutsche Version irgendwie, ob das jetzt halt regional so gebunden ist irgendwie, ob jetzt, sag mal, in der japanischen Version eventuell Tokio dasteht oder so, oder ob dennoch Berlin dasteht, wäre schon cool.